Ich bin ja so ein Tiermensch, das ist dann so. Da könnte ich heulen, wenn es den Tieren schlecht geht. Liebe Bewohner, wir von Mayer Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilzentrum hier in Milton Haven danken. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität. Nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihre Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Mayer Pharmaceuticals in Ihrer Nachbarschaft für Sie macht, erfahren Sie unter, müssen wir auch schreiben. Falls wir das Telefon wieder sehen und da irgendwo anrufen können. Eigentlich wahrscheinlich voll der dumme Gedanke, aber zur Sicherheit. 800 Mayer oder senden Sie uns eine E-Mail an nachbarschaftspharma@mayer.co.biz. Vielen Dank und einen gesegneten Tag. Katzenhasen gibt es heute auch nicht, glaube ich. Also mein Hund damals, mit dem konntest du fast nicht mehr rausgehen, kurz vor Silvester. Also zwischen Silvester und Neujahr war das für den immer so, so schlimm, wenn wir draußen waren und es wurde rumgeböllert. Das ist katastrophal. Nein, nein, aber ich habe ja die 1800. War ja nicht. War ja nicht, nee. Den Sound so schön, ne? Gerade ist es beruhigend, aber ich glaube, das bleibt nicht so. Ah, hier ist unsere Kassette. Glaube, da ist nichts mehr mit Fernsehen. Ja, das stimmt. Ja, Miss Marshall, das. Was ich dann noch schlimm finde, ist, wenn es irgendwelche Idioten gibt, die sich vor irgendwelche Tierheime stellen und dann da rumböllern. Könnte ich ausrüsten. Wie geil ist das denn? Was ist das denn gerade? Das ist schon sehr atmosphärisch, ne? Voll musikalisch, ne? Hier nochmal, weil es so schön war. Okay, da bräuchte man einen Schlüssel. Vielen Dank für deinen Lurk. Ja, schön. Okay, aber sonst haben wir hier nichts. Das heißt, wir können jetzt zurück. Nur den Kopf schütteln. Glaube ich dir. So ist, glaube ich, dir aufs Wort. Hä? Fahr dein scheiß Fahrstuhl alleine, Mann. Zu den Bums.
Hallo. Ich würde gern wieder zurück in meine Wohnung. Auch mal in den Dirk. Ich wünsche dir, falls wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch. Auch auf euch auf. Ebenfalls einen guten Rutsch und einen ruhigen Abend. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Aha. Unter mein Auto gelegt? Was? Das hat er aber auch wirklich verdient. Was ist denn? Was? Wie? Ich weiß auch nicht. Wie kommt man auf so schwachsinnige Ideen, ja? Das ist auch, wenn irgendwelche Randale in irgendwelchen Städten sind und die ganzen dummen Leute, sorry, da meinen, sie müssten da auf einmal cool sein, ja, und die Läden einschlagen, die Scheibe, die Autos in Brand setzen. Sag mal, habt ihr eine Macke oder so? Wisst ihr eigentlich, wie es den Leuten vielleicht finanziell geht? Vielleicht ist das nur ein kleiner Laden, der sich so über Wasser halten kann mit den ganzen Sachen. Wisst ihr vielleicht, wie lange derjenige für das Auto gespart hat und du machst es einfach kaputt? Hä? In einer Nacht? Sag mal, hackt's irgendwie oder was ist mit dir nicht richtig? Da könnte ich ausrasten, ne? In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Ja, es sind alles Idioten. Das sind so richtige Idioten, die halt nichts dabei denken. Hey, wie lange manche Leute für ein Auto sparen, ne? Das ist halt nun mal für viele ein Luxusgut. Das kannst du nicht mal eben so, zack, auch heute kaufe ich mir mal ein neues Auto. Ne? Das, so ist es nicht. Manche verschulden sich vielleicht auch deswegen. Gibt's auch. Ja, und du machst es einfach so, ne? Einfach so kaputt. Oder räumst da den Laden wo der Typ vielleicht ewig gespart hat, dass er das hinbekommt. Geht gar nicht. Well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Okay, er ist Psychiater. Kann sehr teuer werden, wenn was ist. Ja, das stimmt halt. Das stimmt. Er ist Psychiater. Okay, das ist schon mal interessant, weil ich glaube, da geht es halt um den Verstand von dem Protagonisten, wenn ich das so richtig rausgelesen habe. Virginia. I should go over their cases. I need to understand what this is. Ja. Ja. Genau. Sind genauso Idioten. Okay. Warum sind seine Patienten gestorben? Patienten sterben wie Fliegen. Da oben ist wieder die süße Katze mit ihren Leuchteaugen. Die hat bestimmt keine Angst vor Silvester. Ich glaube, du bist sehr mutig.
War die bei den anderen auch? Ist sie mir nicht so. Zumindest ist sie mir nicht aufgefallen. Oh, sie ist weg. Ach, schade. If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware. Awake. Alert. Ich glaube, in der Gegend wird keiner Böller. Wo noch wichtige Briefe drin sind, wo auf einmal. Ja. Ja. Genau. Es ist halt so nicht nachgedacht, ne? Wir hatten ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube, es ist unsere Katze. Weil wir hatten einen Fressnapf in der Wohnung. Es könnte unsere Katze sein, die so uns vielleicht so ein bisschen durch das Spiel führt. Ist ja auch, wir haben auch immer diese Katze im Ladebildschirm. Deswegen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe früher auch Briefkästen gesprengt. Aber nur, wenn ich wusste, dass da niemand, also wenn die Wohnung leer war. Ja, es gibt ja so Mehrfamilienhäuser, wenn die Wohnung leer war. Dann. Nur dann. Weil da weißt du, da ist auch keine Post drin. Vielleicht ist die Katze die gute Seele. Das kann natürlich auch sein. Oder die Katze ist der Teufel. Bei Katze setzt man immer so mit Teufel in Verbindung. Ich war da schon immer brav. Auch meine Jugend. Aber ich war nicht dumm. Tanya. Ja, auch mit Hexen und alles, ja. Hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Das ist der Drücker von der 1. Oh mein Gott, bist du niedlich! Du bist nicht der Teufel, du bist mega süß! Spiel des Jahres 10 von 10. Oh Gott, bist du, ich will dich noch mal streicheln! Oh mein Gott! Oh Gott, ist die süß! Wir müssen unbedingt Stray spielen. Unbedingt. Oh Gott, bist du niedlich! Oh Gott, ich würde dich gerne mitnehmen. Oh, guck mal, wie sie ihren kleinen Augen zwinkert. Wenn ich so mal sah, miteinander ging von dem Druck, aber sonst habe ich nicht mehr Unsinn. Bullenböller haben wir uns, glaube ich, weiß ich gar nicht, hatten wir das damals? Ich weiß es nicht. Oh Gott, bist du süß. Oh, wie sie nachguckt. Mai, bist du niedlich. Kommst du mit, Tonja? Mal hier, kann ich noch was zu essen reinmachen? Die Katze ist mega süß. Oh mein Gott. Ich glaube auch dieses Ruckeln und dieses Gegröll, wenn der Putz von der Wand fällt. Ich glaube, unser Verstand, das ist so, dass unser Verstand zerbricht. Ich glaube, das soll das symbolisieren. Ich frisst okay. Dich nicht. Bist so süß. Oh mein Gott, mit deiner kleinen Rose an den Stupsnase. Uiuiuiuiuiuiui. Where'd she go? It's my record player. Lebe ich alleine in diesem Haus, ja? Ist das so ein Ding? Ich will nicht zum Aufzug. Der Aufzug ist schon offen. Ich möchte da ungern rein. Verstand hat auch jemand. Ich war auch mein. Da stand halt auch jemand, ne? Im ersten Stock, wo wir jetzt hin müssen. Da stand jemand. Wartebereich. Mann, du machst gerade die Stimmung kaputt. Ich hab gerade eine Katze gestreichelt. Ja, weiß ich.
Ja. Sneak your way into an interpretation. Richtig. Pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. Ja, aber so darf man das ja jetzt auch nicht sehen. I can sneak past it. Kann mich daran vorbeischleichen? Würde ich mich denn daran vorbeischleichen? Norwegische Waldkatze hatte ich früher mal. Ich hatte eine Mischung aus Maine Coon und norwegischer Waldkatze. This elevator button, it fits. War sehr groß, also war so, größer als ein kleiner Hund. Verschlossene Türen sind gute Türen. Ist alles von Polizei abgesperrt. Okay. Looks like it can be cut. Das scheint es zu schneiden. Das auch. Katze. Nö, mach ich nicht. Nö. Geh zu der leuchtenden Tür. Weiß nicht, ob das unbedingt besser ist, aber sie leuchtet. Sie spendet Licht und Trost. Virginias Apartment. Wer ist denn Virginia? Okay. An unsere geschätzten Kunden. Mit großer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft zum Ende dieser Woche schließen werden. Leider können wir nicht länger mit den großen Supermarktketten konkurrieren, die unsere kleine Stadt erobert haben. Wir möchten Ihnen für Ihre langjährige Treue danken und laden Sie hiermit herzlich zu unserem Ausverkauf diesen Donnerstag ein. Wahre dir deine Eleganz, Milton Haven. Mein Liebling, nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und unterstützen werde. Aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst.
Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Mom, Dad und Freddy. Hurra-Katzen sind auch voll flauschig. Hurra kenne ich gar nicht, diese Rasse. Sagen wir nicht. No one is picking up. Bleib nicht im Bett. Wohnband Virginia. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin, ihr hübschen Frauen, und führt mich fort ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meinen. Ich frag mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Unrealistically durable. Bilder sind eine Rasse, eine habe ich schon die andere. Ah, Maine Coon. Ja, die sind wirklich. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt wieder an dem vorbeischleichen müssen. Vielleicht gibt es den jetzt auch gar nicht mehr. Kann natürlich auch sein. Sieht auch anders aus. Ich mir das ein oder sieht das anders aus? Sieht anders aus. I know those few karate lessons you took in college gave you the impression that you can fight your way through life with nothing but your bare hands. But reality begs to differ. Arm yourself, Desmond. Trust me, I'm a doctor. Finde die restlichen Pistolenteile. Ah,
Restlichen Pistolenteile, die sind vielleicht auf der 1. Ich habe ein bisschen Schiss. Auf jeden Fall. Geh mal ganz kurz nochmal hier zu ihr, wenn das geht. Einfach, weil ich mache ganz kurz eine Pause.